Da ist sie ja, die Statue. Wer hätte das nur gedacht? Oh, schaut mal, in dieser Röhre ist ein Engel. Und hier vor mir steht auch einer. Ich meine, das war Ernests Rolle. Ja. Und ja. Er meinte damit... Und ich bin gerade in Catriels Rolle. Ja eben, das sind alles nur Rollen. Ja. Ich würde nie und nimmer dich einen Engel nennen. Nee. Also, nee. Ja, also ehrlich. Also das wäre ja scheiße, wenn du mich einen Engel nennen würdest. Ja. Ja. Dachte ich mir, der dritte Engel. Andererseits, was steckt denn ein Engel noch so drin? Für ein Wortbestandteil. Legen. Nee, Legne. Legne. Ist rückwärts, ja, nein, ich dachte an was anderes. Ich dachte an El, das spanische Wort für der. Moment, ja, dann El Angelo. Hier gibt es schrecklich viele Sprachrohre, oder nicht? Meinst du diese Trompetendinger? Die sehen für mich eher wie so Halskrausen aus. Damit kann man sich, damit man sich als Hund nicht an einem kranken Ohr kratzt. Man nennt sie Sprachrohre, Shirl. Damit kann man seine Stimme auch in anderen Teilen des Schiffes erklingen lassen. Ich frage mich, wo die wohin führen. Fragen wir Kapitän Stower. Entschuldigen Sie, Captain. Können Sie uns bitte verraten, womit diese Sprachrohre hier verbunden sind? mit Mobilfunktelefonen. Die dann wiederum nach draußen funken. Über LTE. Ja. Sie führen überall ins Schiff. Ich brauche sie, um der Mannschaft Befehle zu erteilen. Da ist ein Komma zu viel. Wieso? Ich brauche sie, um der Mannschaft Komma Befehle zu erteilen. Ja, okay. Aber es ist auch noch mal ein Komma zu viel. Nee, ganz egal, wo sie gerade sind, ist okay. Okay. Ganz egal, Komma, wo sie gerade sind, ja, ich denke. Oder gibt es eine Regelung, dass das nach ganz egal kein Komma? Aber andererseits, das ist ja, wo sie gerade sind, ist ja dann wieder, wo sie gerade ist, das ist ja ein Hauptsatz schon wieder fast. Wo ist sie gerade? Ganz egal, ist ein Nebensatz. Ja, ich weiß es auch nicht, ich hatte schon so ewig kein Deutsch mehr. Ich verlerne das irgendwann auch mal. Ja. Machst du jetzt schon. That is not true. I have very big hands. Hast du gar nicht. And a big button and it works. Moment. Ein kleiner Vergleich. Ich habe längere Finger. Uh-huh. Okay, now maybe I have tiny hands. Your women have bigger hands than you. But I have the bigger button and it is working. You have a bigger mouth. Und wenn ich mich ein bisschen blondieren lasse, dann auch noch die tollere Frise. Nein. Das war jetzt nur eine Anspielung auf Trump, ne? Ja. Gut. Nicht, dass ich dir jetzt wirklich suggerieren will, dass ich eine schönere Frisur hätte als du. Jetzt sowieso nicht. Dieses hier führt in meine Kabine, dieses hier zum Deck und dieses da in den Maschinenraum. Dann wäre noch der Laderaum. Sie verlaufen überall hin, wo man sich nur vorstellen kann. Wo kann man sich denn überall vorstellen? Klo. Hallo Klo, ich stell mich mal vor. So von unten, wenn du gerade auf Toilette bist und da von unten. Hallo! Ich kann die sehen, wenn ich mich anstrenge. Huchi. Da ist nichts passiert. Ah, mein Kopfhörer.
Dein Kopfhörer. Okay. Meine Güte, wie wunderbar praktisch, quadratisch, gut. Dann müssen Sie ja nie die Brücke verlassen. Sowas in der Art. Sprachrohre haben eine lange Geschichte auf Schiffen. Weil die Rohre sind so lang, dass die Geschichte eine Weile braucht, bis sie ankommt. Eine weitere wunderbare Leistung, Miss Layden. Sie waren großartig bei der Entdeckung des dritten Engels. Und jetzt müssen wir nur noch einen finden, in Beiser, vermute ich. Richtig, Sie und die anderen Gäste sollten gerade mit der Suche beginnen, als wir das Verschwinden der Statue bemerkten. Also gut, dann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir zurück in den Beiser und entdecken wir den letzten Engel. Ich will meinen Beatschein. Wir brauchen doch aber noch zwei weitere Hinweise. Ja. Und wir könnten eigentlich noch einen Hinweis, die Modemünze einsetzen. Wollen wir die schnell einsetzen und das Rätsel machen? Na gut. Mit den Sprachrohren können die Besatzungsmitglieder quer über das Schiff miteinander sprechen. Auf der Thames Tannic verbinden sie die Brücke, das Deck und den Maschinenraum. Was für ein Deck? Eins mit vielen Zauberkarten oder eher so mit starken Monstern, Dienern? Eher das Zauberdeck. Eher so ein Zauberdeck. Ein Schiffsdeck, ein Piratendeck gibt's auch bei Hearthstone. War mal eine Zeit lang sehr overpowered, habe ich gehört. Wie war das? Garderobe. Die Garderobe. Ich möchte eine Garderobe für meine Modemünze kaufen. Einlösen. Welches? Also ich hätte gerne entweder das himmelblaue Wahnsinn oder Denim-Kleid. Okay, dann Himmel... Was? Welches Kleid? Das am Ende, das ist Denim-Alter. Also ich wäre erstmal für den himmelblauen Wahnsinn. Warum schickst du mich in den himmelblauen? Hallo? Himmel, 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 Himmel. Nee, soll sie nicht. Ich mag meine Cat, wie ich sie schon hab. Dann... Hand in Hand! Hand in... Hand in Hand! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Warum durftest du entscheiden? Weil du zwei genannt hast, die du haben willst und ich dann aus diesen zwei nur eins genommen habe. Ich konnte doch nichts dafür. Dafür sind wir werden es eh irgendwann bekommen. Hand in Hand ist eins. Okay, wollen wir gleich mal los? Okay, Moment, ich stell mal um. Das ist so fies. Das ist so... Oh. Okay, wir wissen, wie das Spielprinzip geht, das heißt, wir müssen nicht vorlesen. Okay, aber wir legen gleichzeitig los. Okay, drei. Und los. Okay. Was? Ach so, ich sehe, wo das Problem liegt. Weiß ich, wie man das löst. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Mann, ich kann's.
glaube, du versuchst über die falsche Richtung zu gehen. Du bist vorhin ja auch schon mal über rechts gegangen, ich über links. Ich bin wieder über links gegangen. Übrigens. Oh. Jetzt sind sie gleich, aber die sollen mal versetzt sein und dann später wieder woanders zusammengefügt werden. Das geht schon gar nicht mehr, wenn du da nach ja. links. Ja! Oh, hier ist noch deine Kinokarte für morgen. Soll ich die dir mal schnell einpacken? Warum gibt es keine Hinweise? Oh, stimmt. Soll ich dir welche geben? Nein. Warum gibt es keine Hinweise? Möchtest du welche? Nein. Das muss ja so beginnen. Ja. Und dann? Nee. Na muss ja. Nee, weil wenn du beide an den Außenseiten hast, kannst du ja nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts. Also, da kannst du... Irgendwann müsstest du aber wieder... Genau, so. Nee, Moment. Da bist du jetzt schon eins zu weit. Dann mal wieder. So, und jetzt? Warte. So. Dann runter. Dann bleibt nämlich dein Ritter... an diesem Dings hängen, aber deine Prinzessin geht weiter. Ja, das habe ich ja. Und dann ja eben, stell die damit mal gleich. Das war schon richtig. So, jetzt
hoch und links. So, und genau. Also, wie müsstest du denn jetzt mit dem Blechkameraden da gehen, damit du genau zur Tür kommst? Hoch, links. Hoch, rechts, meinst du? Ja. Genau. Du müsstest jetzt also einen Weg finden, dass hoch, rechts, bei der Prinzessin... Nee, Moment. Hoch, ja rechts. Dreimal hoch. Ja, aber geht ja auch nicht. Ja, aber du kannst sie doch wieso nicht? Sie muss nicht unbedingt bei der Tür sein dann, wenn er bei der Tür ist, aber... Natürlich muss er nicht. Wir müssen ja gleichzeitig ankommen. Sie müssen gleichzeitig an der Tür stehen, auf jeden Fall. Also, wenn einer an der Tür ankommt, heißt das nicht, dass der andere dann nicht mehr darf, anscheinend. Ich habe das ausprobiert erstmal, weil ich mir nicht sicher war. Aber, ja. Ich meine, das kannst du ja auch. Jedenfalls... Genau. Nee, zu weit. Genau. Weil wenn du jetzt hoch gehst und dann zur Seite, genau, dann hast du den vor der Tür und sie dann auch. Scheiß Rätsel. Ich fand's einfach. Nein! So was von nicht! Kira fragt wegen Kino. Ja, ich gehe morgen zu einem Anime Your Name. Also so Anime-Film. Vielleicht hätte sie es auch alleine rausgekriegt, sogar welcher es ist. Wenn du einfach nur Anime gesagt hast. Ich weiß es nicht. Das war so Event. Hand in Hand, juhu! Und damit, weiß ich nicht, was ist damit? War's das, oder? Ja, würde ich sagen. Wir sind ja schon über 2 Stunden. Okay. Was? Und 6 Rätsel bloß? Mann. Okay. So. Du hast auch gespeichert? Ich hab auch gespeichert. Okay, ich kann ja zuklappen, einpacken. Ich noch nicht.